Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Live-Video heute. Heute geht es um die Beantwortung von vielen Fragen zur transzendentalen Meditation. Kurz und bündig. Kurz und bündig. Ich werde versuchen, mich also möglichst kurz zu fassen. Vieles habe ich schon in der Vergangenheit gesagt über die transzendentale Meditation, über Entwicklung von höheren Bewusstseinszuständen, was die transzendentale Meditation dazu beiträgt, um letztendlich zu erwachen und Erleuchtung zu bekommen. Also ich habe jetzt mal aufgeschrieben die Fragen, die in letzter Zeit immer wieder in Facebook aufgekommen sind. Und fange ich mal gleich mit an. Die erste Frage ist, woher kommt die transzendentale Meditation? Die transzendentale Meditation kommt die Technik, also das Mantra, das kommt aus dem Sanskrit und das bedeutet, dass die Mantren, die bei der transzendentalen Meditation vergeben werden, nicht irgendwie durch menschliche Gedanken oder durch irgendwelche Vorstellungen kreiert worden sind, sondern sie kommen direkt aus der Quelle, aus dem reinen Bewusstsein. Und Maharishi ist ein großer Seher. Maharishi, Maha heißt groß und Rishi heißt Seher. Er hatte die Möglichkeit, im reinen Bewusstsein zu sehen, welche Mantren in der jetzigen Zeit oder überhaupt notwendig sind, um zu erwachen und um zur Erleuchtung zu gelangen. Die zweite Frage, woher kommt der Name transzendentale Meditation? Meditation, der Begriff Meditation wird ja von vielen Lehrern benutzt. Wir sind meditativ, wenn wir im reinen Bewusstsein gegründet sind und dieses reine Bewusstsein in unseren Aktivitäten mit ausdrücken. Und wenn wir noch nicht dort angekommen sind, dann benutzen wir die Meditation, um dorthin zu kommen, zu uns selbst zu kommen. Und das Wort Transzendenz bedeutet überschreiten. Wir überschreiten gröbere Gedankenebenen und kommen dann immer mehr auf feinere Gedankenebenen, bis wir letztendlich in dieses reine Bewusstsein, was das Ziel jeder Meditation ist, kommen. Ich habe das mal gerade so aufgezeichnet. Hier ist das grobe Denken. Hier denken wir normalerweise so in unserem Alltag. Und wenn wir jetzt meditieren mit dem Mantra aus dem Sanskrit, das keine Bedeutung hat, dann hat der Geist die Möglichkeit, auf dem Rücken des Mantras sozusagen in feinere Ebenen des Denkens zu kommen. Das heißt, das Mantra verfeinert sich, es transzendiert. Hier ist es noch ganz grob, denn hier ist es feiner, 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 feiner. Und hier unten, das ist die Transzendenz. Auf dem Rücken des Mantras rutscht unser bewusster denkende Geist ohne unser Zutun, also das Mantra-Denken ist eigentlich keine große Aktivität, es ist nur so ganz feiner Hauch von Aktivität, damit der Geist aus diesen Identifikationen mit der objektiven Welt kommt und das macht das Mantra. Das Mantra bewegt, dass der Geist losgelöst wird von der objektiven Welt. Und das ist möglich, weil das Mantra keine Bedeutung hat.
oder die Bedeutung uns nicht bekannt ist. Und dadurch ist es leicht möglich, dass das Mantra, sobald wir es bekommen haben, gelernt haben, dass durch das Mantra der Geist auf feinere Ebenen gelangt, immer feiner, feiner transzendieren nennen wir. Das nennen wir das kleine Transzendieren, weil das immer noch im Relativen ist. Und dann kommt das große Transzendieren, dass der Geist in die Unbegrenztheit des reinen Bewusstseins aufgeht. Der Name des Mantras, also transzendentale, also der Name der Meditation, ist ja transzendentale Meditation. Und in dem Namen ist jetzt dieser Vorgang, der notwendig ist, um in dieses reine Bewusstsein zu gelangen, enthalten. Transzendieren. Nicht? Und wie ich es gerade eben sagte, es gibt das kleine Transzendieren. Da gehen wir von unserer gewohnten Denkebene auf dem Rücken des Mantras immer feiner in feinere Ebenen des Denkens. Wir transzendieren unsere Denkebenen und kommen dann letztendlich in den Zustand des reinen Bewusstseins. Das heißt, auf der feinsten Ebene unseres Denkens hört das Mantra auf zu existieren. Und das ist der Zustand, oder wo viele Leute von sprechen, wir müssen nichts tun. Aber wir müssen so lange etwas tun, solange unser Geist noch mit irgendeinem Objekt identifiziert ist. Und da hilft das Mantra uns jetzt, damit wir aus all diesen Identifikationen, die wir haben in unserem Leben, herauskommen und überschreiten dann alle Ebenen unseres Denkens. Das Mantra hört auf zu existieren. Und dann sind wir in diesem allgegenwärtigen reinen Bewusstsein. So viel zu dem Namen Transzendentale Meditation. Und ich denke, möchte ich gleich darauf hinweisen, Erwachen, Erleuchtung ist nur möglich, wenn wir transzendieren. Und wenn du eine andere Technik machst, wenn du Atemtechnik machst oder Yoga-Übungen machst, oder so Fühltechniken machst oder so das Fühlen machst, so nicht fühlen, deine Ängste fühlen, dein Unwohl fühlen, deine Probleme ansehen und fühlen, die führen auch zur Transzendenz im reinen Bewusstsein, wenn du an diesen Punkt, den ich gerade gesagt habe, bei dem Mantra, mit deinem Fühlen, mit deinem Denken, mit den Sinnen, Geschmackssinn, Gefühlssinn, Geruchssinn, Hören, wenn du dort zu diesem Punkt kommst, wo deine Tätigkeit aufhört zu existieren. Das heißt, deshalb könnte man eigentlich sagen, jeder praktiziert die transzendentale Meditation. Und wenn er hängen bleibt, wenn du hängen bleibst mit dem, was du machst, um zu erwachen, um zur Erleuchtung zu erlangen, dann kommst du nicht zum Ziel. Dann kommst du nicht dahin, wo du gerne hin möchtest. Ist ja nicht möglich, weil wir können nicht in der relativen Welt zum reinen Bewusstsein kommen. Und das reine Bewusstsein ist die Voraussetzung, um zu erkennen, dass man das Selbst ist, dass man erleuchtet ist. Und solange wir das nicht haben, solange hängen wir in der objektiven Welt fest und können so viel machen, wie wir wollen. Da gibt es kein Erwachen und keine Erleuchtung. Erwachen und Erleuchtung ist erst möglich, wenn wir das, was wir tun, transzendieren. Das heißt, auch mein Mantra muss ich transzendieren. Das Mantra, das ist bei der transzendentalen Meditation ist das jetzt so schön, weil ich muss keine Umwege gehen. Ich gehe nicht über den Atem
und verfeinere den Atem und dann, dass es irgendwann mal gelingt, dass ich den Atem zu dem Punkt bringe, wo der aufhört zu existieren und dann durch Gnade oder durch einfach durch deine Übung, durch ständige Übung, dass du dann in dieses transzendale Bewusstsein kommst. Das war jetzt so, was heißt Transzendieren und der Name Transzendentale Meditation. Wieso wird die TM als Technik bezeichnet? Ja, ganz einfach, weil jeder, der die transzendentale Meditation erlernt hat, das heißt, dass er sein persönliches Mantra bekommen hat, dann kann er transzendieren, unabhängig davon, wie alt er ist, welchen Beruf er ausübt, welcher Glaubensgemeinschaft er angehört. Die ganzen Umstände oder alles, wodurch das Leben irgendwie geprägt ist, spielen bei der transzendentalen Meditation keine Rolle. Ich habe kleine Kinder, also auch hier in Linda, schon einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen, von 4 Jahren in die transzendentale Meditation eingeführt. Die müssen das gar nicht verstehen, als was ich jetzt hier euch erzähle. Und das verstehen die auch gar nicht. Die haben einfach ihr Mantra bekommen. Und es ist auch eine spezielle Anweisung, wie sie damit umzugehen hat. Ist anders als bei Erwachsenen. Aber die haben meditiert und transzendiert. Und ältere Leute, ich habe meine Großmutter eingeführt in die transzendentale Meditation, meine Mutter eingeführt. Also meine Großmutter war 84 Jahre alt und da spielte das Alter also auch keine Rolle. Wenn du Christ bist, wirst du ein besserer Christ durch die transzendentale Meditation. Wenn du dem Islam angehörst oder sonst was oder so eine christliche Meditation machst oder irgendetwas, wird dir alles helfen, um besser zu werden. Egal welche Glaubensrichtung du angehörst, du wirst dadurch deinen Glauben vertiefen können und letztendlich auch zum reinen Bewusstsein kommen. Und wenn irgendwo etwas in einem Glauben, Islam oder so nicht stimmt und die Leute, die Muslims praktizieren jetzt die transzendentale Meditation, dann wird das, was nicht stimmt oder was falsch verstanden wird, in ihrer Religion korrigiert sich und sie werden automatisch dadurch, dass sie eintauchen in dieses reine Bewusstsein zu besseren Menschen. Das ist ja auch der Sinn der ganzen Sache, weshalb wir das machen. Natürlich wollen wir auch Erleuchtung erlangen und so nicht und dann haben wir ja den Höhepunkt von gut erreicht. Technik ist eine Technik, und das lernt man in 7 Schritten auch ganz systematisch, wie man damit umzugehen hat, egal wie die Vergangenheit ist, egal wie dein Leben ausgesehen hat. Ich habe selbst auf den Philippinen, da war ich in Gefängnissen tätig, bei Schwerverbrechern, ich hatte auch einen Mörder, der seine Frau umgebracht hat, in die transzendentale Meditation eingeführt. Und das spielte für mich keine Rolle, welche Vergangenheit er hatte. Aber ich habe gesehen, als er die erste Meditation gemacht hat, dass das Herz in ihm aufging und er erfuhr Licht und strahlte und war glücklich und diesen Stress, den er durch seine negative Tätigkeit verbracht hat, der wird sich dadurch auflösen, indem er zu sich selbst kommt. Und das geht uns allen so. Und deshalb praktizieren wir ja da die transzendentale Meditation. Und sie ist halt so einfach und natürlich, weil sie den natürlichen Gesetzmäßigkeiten des Geistes folgt. Und die natürliche Gesetzmäßigkeit des Geistes ist, der Geist möchte eigentlich immer dahin gehen, wo mehr Stille ist, wo mehr Ordnung ist, wo mehr Harmonie ist. Und wo finden wir das? Wir finden die Stille, die Harmonie, die größte Ordnung, nicht in dem, was wir tun, nicht im Relativen. Und deshalb tauchen wir ein
Und mit dem Eintauchen folgt der Geist seiner eigenen Natur und er geht dorthin, wo mehr Glücks ist, wo mehr Glücksgefühle sind, wo mehr Harmonie ist, wo mehr Geordnetheit ist, wo mehr Intelligenz ist. Und das will der Geist. Und mit der transzendentalen Meditation geben wir dem Geist jetzt die Möglichkeit, zu sich selbst zu gehen. Zu sich selbst zu gehen heißt, er geht zur Quelle seines Ursprungs. Dort, wo der individuelle Geist entstanden ist, das ist die Quelle des Ursprungs. Dort kommen auch unsere Gedanken her. Und unsere Gedanken formen auch unseren individuellen Geist. Und wenn wir negative Gedanken gehabt haben in der Vergangenheit, dann wird dieser negative Einfluss auf unseren Denken und Fühlen ausgebreitet. Und wenn wir jetzt wieder meditieren, zum Ursprung gehen, dann löst sich das auf. Woher kommt das Mantra? Wie ich am Anfang gesagt habe, das kommt aus diesem reinen Bewusstsein. Und die Seher, die haben es gesehen und haben es dann ausgedrückt. Das ist also nicht Neues, hat es schon immer gegeben. Und wir haben eine lange Tradition und die beginnt dort, wo der erste Mensch begonnen hat, mit Narayana. Und bis runter zu Gurudev, das ist der Lehrer von Maharishi. Und Maharishi hat also das Wissen, das vedische Wissen, auch das Wissen von den Mantren und so, obwohl die auch selbst sehen kann, hat er das bekommen und hat es an uns hier in Deutschland und in allen Leuten in Amerika und jetzt in allen Teilen der Erde weitergegeben. Er hat TM-Lehrer geschaffen, ausgebildete Leute ausgebildet, die wurden TM-Lehrer wurden und da kann jeder jetzt die Transzendentale Meditation erlernen. Die Frage war, was macht das Mantra mit unserem Geist? Das habe ich eigentlich jetzt schon erzählt. Das Mantra ist ist so das Vehikel, das Fahrzeug, in dem man sich bequem reinsetzt und Gas gibt und dann geht das zur Quelle, dort wo das Mantra ursprünglich herkommt und der Geist geht damit und dann erfahren wir also die Stille. Und darum geht es ja, dass wir immer mehr tiefere Stille erfahren. Stille, Stille, Stille. Im aktiven Bereich, im Relativen, da erfahren wir auch Stille, aber wir erfahren nicht so diese tiefe Stille wie bei der Ausübung der transzendentalen Meditation. Da wurden Messungen gemacht, da hat man festgestellt, da wurden auch Alpha-Wellen gemessen, wurden verstärkt so die Alpha-Wellen und das ist eine stärke, verstärkte Kohärenz auftrat. Und da gibt es auch 630 wissenschaftliche Untersuchungen, die bestätigt haben, dass wenn man eintaucht mit Hilfe des Mantras in feinere Ebene des Denkens, dass die Stille zunimmt und der Körper reagiert darauf. Der Körper reagiert auf die vertiefte oder höhere Stille, die während der Meditation auftritt. Und das kann man messen am Hautwiderstand, an EEG-Messungen, EKG-Messungen, Herzrate. Aber wie gesagt, da gibt es ja diese vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, da kann man sich gerne drin schlau machen. Ich kann auch gerne nochmal ein anderes Video darüber machen. Ich möchte heute erst einmal so ein bisschen abklären die wesentlichen Fragen, die auch nützlicher sind jetzt als diese vielen Untersuchungen. Das ist nur für Leute, die so mehr wissenschaftlich angehaucht sind, die dann so immer wissen wollen, boah, funktioniert das auch? Ich brauche eine Bestätigung, kann man das sehen, kann man das fühlen und so. Man kann das alles nachweisen. Weil alles, was im Geist passiert, passiert auch im Körper. Wenn der Geist jetzt die Stille ist tiefer als im tiefsten Tiefschlaf, wenn wir eintauchen mit dem Mantra in die tieferen Ebenen des Denkens und dann letztendlich transzendieren, da erfahren wir eine tiefere Stille als im tiefsten Tiefschlaf, wurde gemessen. Und das spricht für sich, dass also dadurch die Möglichkeit besteht, dass tief verwurzelte Stresse und Verspannungen,
die durch den tiefsten Tiefschlaf nicht gelöst werden können, während der Ausübung der transzendentalen Meditation gelöst werden, ohne dass wir uns darum kümmern müssen. Wenn ich Angstgefühle habe, wenn ich irgendein Traumata habe, wenn ich Probleme habe, da kümmern wir uns nicht, wenn wir die transzendentale Meditation praktizieren. Weil es ist ja auch Zeitverschwendung. Wenn ich Angst habe und gehe in die Angst und dann will ich fühlen, dann ist es doch so, dass die Angst stärker wird. Dort, wo ich mit meiner Aufmerksamkeit hingehe, das verstärke ich. Und wenn ich jetzt in die Angstgefühle reingehe, gut, man kann das auch verfeinern, aber es ist schwieriger. Einfacher ist, wir kümmern uns nicht um die Angst, um all die anderen Probleme, den Ärger, Depressionen und Schmerzen, alles, da kümmern wir uns nicht drum. Wir machen die Augen zu, denken das Mantra so, wie wir es in der Instruktion, als wir das Mantra bekommen haben, also gelernt haben, und praktizieren die Meditation, ohne uns um irgendetwas anderes zu kümmern. Das Einzige, was passiert, wir kommen in einer Glückseligkeit, immer mehr in Freude, mehr in Friede, mehr in Liebe und erfahren das in uns, auch in der Physiologie. Und dann, nach der Meditation, gehen wir mit diesen Erfahrungen ins Leben. Das heißt, diese tiefe Stille, die ich jetzt in der Meditation erfahre, bringe ich raus mit in die Aktivität. Die geht uns zwar am Anfang wieder verloren, weil wir uns dann sofort ja wieder anfangen mit der Welt der Erscheinungen, mit all den Problemen und all das, was so ist im Leben, wo wir von betroffen sind, mit unseren Gefühlen, mit unserem Denken, wieder identifizieren. Aber dann kommt ja die nächste Meditation und dadurch tauchen wir wieder ein. Und das ist so ein ständiges Rein und Raus, bis uns die Stille nicht mehr verloren geht. Es gibt so ein schönes Beispiel, wenn ich ein gelbes Tuch oder ein weißes Tuch habe und tauche es in gelbe Farbe rein und lege es in die Sonne, was passiert, es bleicht dann wieder aus. Und wenn ich das jetzt viele Male gemacht habe, dann bleibt die gelbe Farbe in dem Tuch enthalten. Das heißt, ich tauche ein in der Meditation, in diese Stille, in die transzendentale Stille. Nicht in so einer relativen Stille. Ich tauche ein in diese transzendentale Stille, die jenseits von der relativen Stille ist, gehe raus in die Aktivität und nimm diese Stille, die da ist, mit in die Aktivität und dadurch wird meine Aktivität mehr und mehr getragen. Angenommen, ich bin in Wut, in Zorn und meditiere dann, transzendiere meinen Zorn, da gibt es den Zorn dann nicht mehr, da gibt es den Ärger nicht mehr, da gibt es die Wut nicht mehr, da gibt es die Angst nicht mehr. In der Transzendenz. Und dann komme ich wieder raus und dann kommt die Erinnerung wieder so, oh, der war so schlecht mit mir, der Chef, der ist nicht gut zu mir, meine Partnerin, die hat mich betrogen. All die Dinge, was wir so erfahren im Leben, die ganzen Probleme, die wir so im Leben haben, erfahren wir, nachdem wir transzendiert haben, anders. Wir haben einen anderen Blickwinkel bekommen, indem wir die Welt der Erscheinung hinter uns gelassen haben, die Welt der Probleme hinter uns gelassen haben. Und dann gehen wir mit dieser Stille der Transzendenz in die Aktivität und sozusagen wie eine Taschenlampe, die jetzt die Probleme anschaut, so die Dunkelheit anschaut und dann merkt man, boah, das ist schon nicht mehr das Problem, was ich vorher hatte. Und wenn wir das nachher mit der Zeit stabilisiert sind, wenn wir erwacht sind oder erleuchtet sind, dann ist das Problem wie eine Welle im Ozean. Das kommt auch auf, aber dadurch, dass die Stille stabil geworden ist, die geht uns nicht mehr verloren, dann bleibt die Stille im Vordergrund. Und selbst wenn da mal eine kleine Welle kommt von Angst, Angst eigentlich weniger, so das erfahre ich nicht mehr, aber so vielleicht so mal blumt. Guter Freund sagt ein schlechtes Wort über dich oder so, und dann denkst, boah, was ist das? Das ist ein kurzes Gefühl und verschwindet dann gleich wieder. Die Frage, was sind die besonderen Merkmale der transzendentalen Meditation? Habe ich eigentlich auch schon erwähnt jetzt gerade. Also die transzendentale Meditation ist eine natürliche Technik, das heißt,
Natürlich heißt, dass nicht keine Kontemplation drin, keine Konzentration. Da ist nicht etwas, das man erreichen möchte, dass man da seinen Willen reinpackt, um irgendein Ziel zu erreichen. Selbst dieses Denken so von Erleuchtung und so, sobald man die Augen zumacht, da denkt man nicht an Erleuchtung. Vielleicht denkt man vorher an Erleuchtung, ich meditiere jetzt, weil ich Erleuchtung haben möchte. Aber sobald ich die Augen zumache, da ist alles Denken weg. Und das habe ich auch bei all den Leuten, die ich jetzt auch hier in Lindau und auch in der Welt, so, ich habe in Amerika und so, habe ich Schulprojekte mit durchgeführt, ich habe bei den Schülern auch gesehen, die ich eingeführt habe in die transzendentale Meditation, dass das genauso passiert ist wie bei mir, dass sie in die Stille gekommen sind und diese Stille dann ausgestrahlt haben, ins Leben gebracht haben. Oder diese Gefängnisinsassen, da habe ich eine ganze Menge eingeführt, auch so. Oder Manager auch so. Es ist egal, wo die herkommen, so Manager, nicht die also sehr auch so intellektuell sind vom Kopf, sind. Das müssen sie alles hinter sich lassen und dann sind sie bessere Manager. Die Kinder werden besser, weil man mir nachgewiesen, dass der IQ-Wert, der Intelligenzquotient sich erhöht. Nicht? Das heißt, die werden besser in der Schule. So Zappelfreaks in der Schule, so boah, haben Unruhe in der Schule nicht und kommen nicht mit, weil sie immer diese Unruhe in sich haben. Wenn die zu sich selbst kommen, dann kommt diese Stille mit in ihr Leben und dann hört das Zappeln mit der Zeit auf. Die Meditation ist leicht. Ich beginne dann so, wie ich zum Beispiel das Mantra aufnehme jetzt. So ich, meistens ist es auch schon, das kommt von alleine. Ich muss gar nichts machen, das kommt. Und dann, wie das läuft, so wie ein Pferd, das tippt man so ein bisschen an und dann läuft es von alleine. Und man muss nichts machen. Und so ist das mit dem Mantra auch. Man tippt es vielleicht nur ein bisschen an, wenn es nicht von alleine kommt. Und dann verfeinert man das Mantra und kommt dann in das Heim allen Wissens. Oder dorthin, wo die Stille ist. Dort, wo die Gedanken herkommen. Also ohne Konzentration, ohne Kontemplation. Das ist absolut leicht. Einfacher ist, ich sag mal, ich habe auch viele Leute kennengelernt, jetzt auch so nicht. Auch die buddhistische Meditation machen. Ich will da nichts gegen sagen. So, die sind alles so ihre Wege. Oder auch, ich habe immer gesehen, egal was die Leute machen, da ist irgendwo immer so ein bisschen Konzentration dabei. Oder irgendeine Kontemplation. Nicht? Man muss immer so, oder gerade sitzen. So, nicht? Das ist bei der transzendentalen Meditation alles nicht notwendig. Man kann so sitzen, wie man möchte. Man soll es bequem machen. Nicht? Das ist eine bequeme Sitzhaltung, die man hat in der Meditation. Man kann angelehnt sein und so. Oder auch im freien Sitz, wie man gerne möchte, wie man sich am wohlsten fühlt. Und auch der Geist, da muss man auch nichts machen. Das Einzige, wir nehmen das Mantra auf, damit er in diesen natürlichen Fluss kommt. Das heißt, natürlicher Fluss, das heißt, der Geist möchte dorthin, wo größere Harmonie ist, wo mehr Liebe ist, wo mehr Friede ist. Und das macht das Mantra. Die ist deshalb einfach und ohne Umwege, nicht durch Atem, Konzentration, nicht oder Sitzen oder so, wie ich es schon mal gesagt habe. Also einfach und simpel. Welche Wirkung hat die transzendentale Meditation auf den Alltag? Wenn wir ein besseres Leben haben wollen, wenn wir mehr Erfolg haben wollen, wenn wir mehr Frieden haben möchten, wenn wir reich sein wollen, dann müssen wir einfach dorthin, wo das alles ist. Und wir finden das nicht dort, wo wir jetzt immer gesucht haben, im Leben. Klar kann man auch Millionär werden im Leben. Und das fühlt man aber besser, wenn man erstmal dorthin geht, wo alle Reichtümer sind. Und alle Reichtümer sind in diesem reinen Bewusstsein. Weil alle Reichtümer kommen aus diesem reinen Bewusstsein. Das bedarf jetzt so ein bisschen so ein Umdenken. Wieso? Wir sind das so gewohnt, gerade die Deutschen, immer viel rumzuackern. So rumzurackern, von morgens bis abends aktiv zu sein, um unsere Wünsche zu erfüllen. Wenn wir morgens und abends die Augen zumachen und transzendieren, dann gehen wir dorthin, wo
alle Reichtümer sind, wo der tiefe Friede ist, wo die wahre Liebe ist, wo die reine Glückseligkeit ist, wo das Wissen ist, das reine Wissen. Alles, was wir im Äußeren suchen, ist in uns selbst. Und die Transzendentale Meditation, die macht nichts weiter, dass sie uns dorthin führt. Und wenn wir jetzt dort angekommen sind und dann wieder rauskommen in die Aktivität, dann spüren wir, dass unser Leben leichter wird oder leichter ist. Und alles, was wir so haben wollen, Wunscherfüllung, nicht so, neues Auto, neues Haus, alles wird in dem Maße von dem reinen Bewusstsein unterstützt, wie wir das reine Bewusstsein in uns selbst realisiert haben. Wenn ich jetzt 70% vom reinen Bewusstsein in mir realisiert habe, dann werde ich auch 70% mit in meinem Alltag bringen und auch diesen Erfolg erfahren im Alltag. Also nichts da so hinsetzen, nur meditieren und dann auch Glückseligkeit erfahren im Körper und so und ganz zufrieden sein. Nein, das, was wir erfahren in der Meditation, das nehmen wir raus in unserem Leben. Und wenn man sich nach Liebe sehnt, dann muss man erstmal dahin gehen, wo die Liebe ist. Die Liebe können wir nicht im Äußeren finden. Den Erfolg können wir gar nicht im Äußeren finden. Wir können Erfolg im Äußeren finden, wenn wir uns mit uns selbst verbinden. Der schnellste und beste Weg, um Erfolg zu haben, Augen zu, morgens und abends, und transzendieren, dort, wo der Erfolg herkommt, und dann damit raus zum Leben, ins Leben zu gehen. Denn die Frage ist natürlich für viele ja auch sehr wichtig, so, wo führt uns die transzendentale Meditation hin? Also neben dem Alltag führt die transzendentale Meditation auch zur Erleuchtung oder zum Erwachen oder in diesem Zustand von Ich Bin. Entwickelt die transzendentale Meditation andere Bewusstseinszustände? Ein ganz großes Ja. Die meisten fangen ja an mit der Meditation, weil sie irgendwelche Probleme haben. Das habe ich auch gemacht. Ich hatte Rückenprobleme, hatte Rückenschmerzen. Und dann bin ich in der Kontakt mit der transzendentalen Meditation gekommen. Und dann dachte ich, boah, jetzt, wenn ich meditieren so, dann hilft mir das meinem Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung von höheren Bewusstseinszuständen oder von Erleuchtung und so nicht. Ich bin 1972 angefangen, nicht? Und dann habe ich schön meditiert, Kurse besucht, nicht? Und dann habe ich auch diesen TM-Lehrer-Ausbildungskurs gemacht und später weiterführende Kurse. Und das hat mir alles geholfen, um meine Gesundheit zu verbessern. Das ist also die transzendentale Meditation, die bewegt, dass unser Geist besser funktioniert. Wir ziehen unseren Geist, indem wir morgens und abends meditieren, ziehen wir unseren Geist in dieses reine Bewusstsein wie den Pfeil auf den Bogen. Und es kriegt der Geist eine Schwungkraft und eine Energie und eine Stärke, um das Leben, die Aktivitäten, die anstehen, zu bewältigen. Oder wie mit der Welle und der Ozean. Der Ozean ist dieser reine Geist. Und wenn wir mit unserem begrenzten Geist in diesen Ozean eintauchen, dann ist das so, ob die Welle jetzt viel von dem Ozean an Wasser aufnimmt und eine große Welle bildet. Und so wird es auch unsere Aktivitäten getragen, indem wir einfach mal gar nichts tun, einfach zu uns selbst gehen, transzendieren und dann diese Energie, den Schwung, was wir empfinden im reinen Bewusstsein, dass wir das mit rausnehmen in unserem Denken und unserem Handeln. Wenn wir schwache Gedanken haben, dann können unsere Handlungen auch nicht stark sein. Wenn wir starke Gedanken haben, und die sind nur stark, wirklich stark, wenn wir die Gedanken an der Quelle der Gedanken wahrnehmen, das ist jetzt so hier der umgekehrte Weg, dass wir hier transzendieren und dann kommen wir hier hin und dann hier kommen die Gedanken auf, hier an der feinsten Stelle und dann drücken sie sich hier aus in unserem bewussten Geist und dann können wir erfolgreich sein mit all dem, was wir tun. Wenn wir nicht transzendieren,
wenn wir keinen Kontakt zu uns haben, dann erleben wir das, was wir heute erleben, nicht? Dann erleben wir auch dieses ganze Chaos in der Welt, diese ganze Unordnung, die ganze Kriminalität, all diese Probleme, die wir bei uns selbst erfahren und wir aber auch bei anderen sehen können und auch in der ganzen Welt sehen können, nicht? Das ganze Chaos, die ganzen Probleme, all die Schwierigkeiten haben wir in unserem Leben und in der Welt. Die Welt ist ja nichts anderes als ein Ausdruck von uns selbst. Und deshalb, wenn wir ein besseres Leben haben möchten, wenn wir erwachen möchten, wenn wir in Erleuchtung kommen möchten, dann ist es notwendig, egal welchen Weg du gehst, egal welche Praxis, Meditationspraxis oder spirituelle Praxis du praktizierst, ist es notwendig, alles zu transzendieren. Anders geht es nicht. Du kannst dich nicht verändern. Du kannst kein besserer Mensch werden. Du kannst keine besseren und klaren Gedanken haben. Du kannst keine besseren Gefühle haben, wenn du mit deinem Denken und mit deinen Gefühlen im Relativen hängen bleibst. Wenn du dich mit deinem Leben, mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen identifizierst, dann bist du gebunden, du bist nicht frei. Und schon bei der ersten, so habe ich das auch in der letzten Zeit immer wieder erfahren. Und ich habe es ja schon lange erfahren, seit 1974 bin ich Thermlehrer und habe immer wieder Leute eingeführt in die Meditation. Und ich habe es immer erfahren bei jedem, den ich eingeführt habe in die transzendentale Meditation, dass er ein anderer Mensch wurde bei der ersten Meditation. Weil, das was ich sagte, er transzendiert seine Probleme. Er transzendiert all die Schwierigkeiten, all den Ärger, den Wut und Zorn und Migräne, Kopfschmerzen, alles Mögliche, nicht? Alles, was man so haben kann. Nicht? Die Palette ist groß, nicht? Und alle laufen wir zu den Ärzten. Nein, das einzig wirklich Wahre ist, wir können ruhig weiter zu den Ärzten gehen. Wir können auch ruhig alles machen, was du gerne machst. Du kannst essen und trinken, was du willst. Du musst dich nicht einschränken. Aber du wirst sehen, wenn du transzendierst, dann kommst du mehr in Einklang mit dir selbst, im Einklang mit der Natur. Und dann wird deine Handlung sich verändern, und zwar in die Richtung, die positiv ist. Wenn du vorher immer schön geraucht hast oder getrunken hast oder gerne Fleisch gegessen hast, das kannst du gerne alles weitermachen, wenn du anfängst mit der transzendentalen Meditation. Weil das ist keine Religion oder eine Sekte, wo du irgendwas machen musst, um dich an irgendwas auszurichten oder irgendwie der Sekte oder was auch immer, was Leute so haben, da folgen. Nein, du bist ein freier Mensch. Selbst wenn du auch eingeführt worden bist in die transzendentale Meditation, du bist nicht an die TM-Organisation oder an deinen TM-Lehrer oder an sonst irgendwas gebunden. Nein, wir wollen doch die Freiheit. Wir wollen doch die Freiheit. Und die Freiheit, da müssen wir aus all dem, was uns binden kann und bindet, ob es in der Wirtschaft ist, in der Politik, im Beruf, im Privatleben, durch unsere Ehe, durch unseren Partner, durch unseren Freund. Das müssen wir alles aufgeben. Und das geht am schnellsten, indem wir direkt, unmittelbar transzendieren. Das ist der Weg. Ach, jetzt nochmal, aha. Da sagte mir jemand, das gibt so zwei Wege, nicht? Der eine Weg ist so, wie den ich jetzt gehe, so auch und schon immer gegangen bin und den ich ja auch hier immer zum Besten gebe. Und jeder kann sich ja dafür entscheiden, wenn er, oder auch nicht, wie er möchte. Aber ich kann nur meine Erfahrungen, die ich langjährig ja gemacht habe, meine eigene Erfahrung und mein Wissen, was ich jetzt im Laufe der Zeit auch durch Maharishi, durch das vedische Wissen, durch mein Eigenstudium, nicht? Und Maharishi habe mich auch zum Doktor gemacht der vedischen Wissenschaft, nicht weil ich da viel gelernt habe und viele Bücher gelesen habe und so nicht, einfach weil ich meine Aufmerksamkeit immer zur Transzendenz geht. Und da sollte man nur Doktor werden, wenn man mehr und mehr von seiner wahren Natur etabliert hat. Ein Doktor ist eigentlich nicht jemand, der jetzt da 10 Semester oder wie lange auch immer, 20 Semester, irgendwas studiert hat
und dann überhaupt keine Verhaltensweise habe ich, ein Rüpel ist, kein Umgang mit Menschen, der nur Geld im Kopf hat und keine menschlichen Qualitäten wie Liebe, Mitgefühl, den anderen zu tragen von der Herzensebene. Aber so ist das in unserem Leben jetzt nicht alles, gedreht sich um Geld. Und wenn du jetzt transzendierst, kommst du aus dem Gelddenken raus und wirst ein guter Mensch. Und wenn du diese Qualitäten von diesem reinen Bewusstsein in die Aktivität bringst, dann kannst du keine Negativitäten mehr machen. Die Verbrechen, die wir jetzt überall haben, die sind nicht mehr möglich, wenn jeder Einzelne zu sich selbst kommt, wenn jeder Einzelne mit dieser kreativen Intelligenz, aus der unser Leben entstanden ist, in Kontakt kommt. All das Negative, was wir in uns haben, fällt weg. Und all das Gute, was das Leben fördert, das eigene Leben und das Leben anderer, wird gestärkt. Und wenn wir ganz etabliert sind, wenn keine Stresse, keine Verspannungen mehr, keine Traumata mehr in uns sind, und die gehen ja alle weg, wenn wir transzendieren, ohne uns darum zu kümmern, dann kommt das Gute, was im reinen Bewusstsein in einer unmanifestierten Form enthalten ist, durch uns zum Ausdruck. Und dadurch schaffen wir in uns alles Positive. Und alles Positive bringen wir in die Welt. Und dadurch schaffen wir uns eine gute Welt. Wir können sagen, wir schaffen uns den Himmel auf Erden. Den werden wir nicht dadurch schaffen, wie es jetzt passiert, durch Gesetzgebung, durch irgendwelche Verordnungen, durch noch mehr Gefängnisse, durch noch mehr Ärzte, durch noch mehr Chemie, all die Dinge, die auch irgendetwas regulieren wollen. Damit können wir nicht wirklich glücklich werden. Im Gegenteil, all dieses, was gegen das Leben ist, Chemie, all die Sachen, die Gift enthalten, die also nicht natürlich sind, die bremsen das Leben und halten uns davon ab, im Einklang mit der Natur, im Einklang mit den Naturgesetzen zu leben. Was ist der Unterschied zwischen Erwachen und Erleuchtung? Ja, das ist immer so eine Definitionssache, nicht? Man kann das Erwachen betrachten einfach dann, wenn man das selbst realisiert hat. Und dann ist man nicht mehr, dann ist man frei, dann ist man nicht mehr mit der objektiven Welt, ist man nicht mehr überschattet von der objektiven Welt. Man identifiziert sich nicht mehr mit der objektiven Welt. Und wenn das jetzt permanent ist, dass diese Stille der Transzendenz, der transzendentalen Stille, uns nicht mehr verloren geht, das können wir merken, wenn wir im Tiefschlaf wach bleiben, dass das reine Bewusstsein, wenn wir es selbst realisiert haben, ist das Selbst ja immer da. Und das Selbst, das schläft nicht, geht ja nicht. Das Selbst ist immer da und das kann jeder erfahren, auch im tiefsten Tiefschlaf. Und wenn man das realisiert hat, dann ist man erwacht. Und der Unterschied jetzt zur Erleuchtung, wie die Frage aufkam, der Unterschied ist jetzt darin zu sehen, dass wenn ich erwacht bin, dann entwickeln wir unser Nervensystem weiter. Wir haben unser Nervensystem also bis zu dem Erwachen, was wir auch als kosmisches Bewusstsein bezeichnen, schon ganz gut gereinigt, aber es ist noch nicht total gereinigt, noch nicht absolut gereinigt. Und das Nervensystem muss noch weiter verfeinert werden, dass man noch verfeinerte Ebenen des Denkens erfahren kann. Wenn ich sage, feinere Ebenen des Denkens, das heißt auch verfeinerte Ebenen der Schöpfung. Und dass ich dann mit meinen Wahrnehmungsorganen, wenn die weit genug verfeinert sind, in der Lage bin, feinere Ebenen der Schöpfung zu erfahren. Und dadurch kommt mehr Freude, mehr Glückseligkeit, mehr Zufriedenheit, mehr Liebe auf. Jetzt erleben wir ja nur so
das bisschen vom Eisblock, der so aus dem Wasser rausragt, an Erfahrungen. Aber wir erfahren nicht jetzt den ganzen Eisblock, jetzt der noch, wo der größte Teil, ich glaube 4/5 so unter Wasser ist. Und das erfahren wir durch unsere Sinne, wenn wir alle Ebenen in unserem Nervensystem und unserem Körper und Geist, Verstand gereinigt haben, dann ist es möglich, dass wir mit unseren fünf Sinnesorganen feinere Ebenen der Schöpfung erfahren können. Bis hin zu der allerfeinsten Ebene, und die nennen wir dann Gottesbewusstsein. Und das Gottesbewusstsein ist also die Voraussetzung zur Erleuchtung, zum Einheitsbewusstsein. Das ist jetzt der Unterschied. Also durch Liebe und Hingabe verfeinere ich mein Nervensystem und dadurch ist es möglich, so feinere Wahrnehmung zu haben. Dann komme ich in dieses Gottesbewusstsein, das ist der Höhepunkt meiner möglichen Wahrnehmung im Relativen. Und wenn das überschritten wird, wenn diese Ebene, die feinste Ebene der Schöpfung jetzt überschritten wird, dann erfahre ich die Einheit. Ich stock gerade überschritten. Eigentlich ist das so ein automatischer Vorgang. Das ist einfach so, ich bin mit meinem Geist auf dieser allerfeinsten Ebene und dann nehme ich noch Dinge wahr, so ganz fein, so in die allerfeinsten Ebene, so und habe auch dieses feine Schmecken, Fühlen, Riechen und so. Ist alles da auf dieser feinsten Ebene. Und dann erfahre ich in diesem, was ich so erfahre, in dem, was ich an Wahrnehmung habe, auf dieser allerfeinsten Ebene, erfahre ich mich selbst. Oder ich bin das Selbst. Und das Selbst erfährt sich in diesen allerfeinsten Objekten. Das ist keine Trennung da mehr. Und das passiert automatisch nicht. Also vom Gottesbewusstsein zum Einheitsbewusstsein, das ist so, pff, passiert einfach. Und das bedeutet jetzt, dass die Einheit zwischen mir und den wahrgenommenen Objekten, das ist keine Trennung mehr. Im Gottesbewusstsein habe ich noch eine ganz feine Trennung zwischen Subjekt und Objekt. Im kosmischen Bewusstsein, wo noch so diese ganze Trennung da ist, so ich spreche, da ist das Selbst und ich spreche, da bin ich voneinander getrennt und das auch noch nicht so viel mit dieser angestrebten Glückseligkeit oder der absoluten tiefen Ruhe und Stille, das ist noch nicht so da. Und das passiert aber dann. Wenn ich jetzt mein Nervensystem durch Liebe, durch Hingabe, durch das Leben verfeinere und dann auf die Ebene des göttlichen Bewusstseins komme, das kann man auch noch als kosmisches Bewusstsein betrachten, das hat Maharishi anfangs auch gemacht, hat immer gesprochen, so vom kosmischen Bewusstsein, später hat er davon gesprochen, das ist das Gottesbewusstsein. Und da hat er die Trennung gemacht, so nicht also hier das Grobe, wo noch keine Glückseligkeit groß vorhanden ist, so dass nur die Trennung von dem Wahrnehmenden und dem Objekt der Wahrnehmung ist einfach nur eine starke Trennung. Und wenn das jetzt aufhört, diese Trennung, dann kommen wir auf die feinste Ebene der Schöpfung und dass diese ganz feine Trennung, die noch da ist zwischen Subjekt und Objekt, die löst sich dann auf und das ist dann dieses Einheitsbewusstsein, wie ich das gerade beschrieben habe. Ich glaube, aha, da war noch mal, welchen Wert hat das gemeinsame Meditieren? Da möchte ich nur kurz sagen, das kann jeder erfahren, ich erfahre das selbst auch, ich bin ja nicht in einer großen Gruppe jetzt, wie es früher war, nicht das war der Hit, ich war in der Purusha-Gruppe, da haben wir zusammen meditiert, unser TM-Programm gemacht und die Siddhis und auch sogar die Yoga-Übung zeitweise mal zusammen gemacht, alles zusammen gemacht. Und da kann ich sagen, so, da entsteht eine ganz große Kohärenz. Selbst wenn jemand mal nicht so ein gutes Meditationsprogramm hat, weil da irgendwelche Sachen da am Arbeiten sind, und jetzt sind mehrere Leute zusammen, dann überträgt sich, das hat man ja auch gemessen mit EKG-Messung, überträgt sich die Kohärenz oder die kohärenten Wellen, die einer erfährt, auch auf die anderen. Und das bewirkt dann, dass wenn jemand sehr gute Erfahrungen hat, dass diese guten Erfahrungen auch bei den anderen zu finden sind. Das heißt, der erfährt eine größere Geordnetheit, mehr Alpha-Wellen treten auf und das überträgt sich auch auf all die anderen, die mit ihm sind.
Und dadurch wird in dieser Gemeinschaft, dieser Gruppenmeditation, die Kohärenz, die Geordnetheit der Gehirnwellen verstärkt und dadurch hat jeder ein besseres Programm. Das addiert sich gar nicht. Wenn man nur meditiert, nicht so, dass dann so die, wenn dann das so viel, wenn 1%, so hat man früher auch so in Städten gemacht, so da hat man gesehen, dass 1% in einer Stadt sollten meditieren und das hatte dann eine gute Wirkung auf all die anderen 99%. Und dann später, als das TM City Programm erschien, 1977, auf dem Kurs war ich auch in Arosa mit Maharishi. Und dann hat er gesagt, der Maharishi, dass das auch dieser Maharishi-Effekt ist denn so. Und da hat er gesagt, wenn man in der größeren Gruppe zusammen ist, dann ist diese Kohärenz sehr viel größer und das überträgt sich sogar auf Leute, die ganz weit weg sind. Weil diese Kohärenz ist ja allgegenwärtig auch. Das ist im einheitlichen Feld, will ich jetzt nicht darauf eingehen, es geht zu weit. Aber das kann man dann messen, auch selbst in weiter Entfernung, so welche Auswirkungen diese Auswirkungen sind. Wenn eine größere Gruppe, so möglichst 8000 Leute zusammen sind, dann ist das so stark, dass der positive Effekt von dieser Gruppe so stark ist, dass all diese negativen Täten von dem Land für die Leute sind oder so, für die ganze Erde schon, 8000 reicht eigentlich aus, weil das die Quadratwurzel ist von 1%, die dann ausreicht dann von Meditierenden, deshalb die 8000 Leute, um diese starke Kohärenz, diese Geordnetheit herzustellen, um einen guten Effekt für alle zu bewirken, nicht? Und darin sehe ich überhaupt die einzige Möglichkeit, um eine Welt, bessere Welt zu schaffen. Also erstmal bei einem selbst, dass das Leben besser wird und dann aber auch für all die anderen. Nicht, wir sollen ja nicht nur an uns denken. Es ist auch wichtig, dass alle davon profitieren, wenn wir meditieren. Müssen wir auch da nicht groß drüber nachdenken. Es passiert automatisch, wenn wir selbst gut meditieren. Aber wie gesagt, wenn man eine Gruppe meditiert, dann haben wir eine sehr viel bessere Meditation. Und wenn wir in einer ganz großen Gruppe, so meinen wir 8000er nicht, das habe ich auch gemacht, ich glaube 1984 war das, in Fairfield, Iowa, dann ist das so stark, diese Kohärenz, dass die ganze Welt davon profitiert. Und darin sehe ich die einzige Möglichkeit, um all die Negativität in der Welt, Klimaschutz, Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch, Nikotinmissbrauch, alle Missbräuche, all die Vergewaltigungen, all das, was wir haben, zu eliminieren. Und dadurch kommt das Positive zum Vorschein. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Das waren jetzt die wesentlichen Fragen, so, die habe ich mir aufgeschrieben aus letzter Zeit, so aus der letzten Zeit. Und ich denke, das gibt jetzt mal so ein rundes Bild, was die transzendentale Meditation bewegt. Für den Einzelnen, für dich, wenn du sie praktizierst, und für deine Familie, selbst wenn die anderen Familienmitglieder nicht meditieren, haben die einen guten Einfluss, hat diese Wirkung von deiner Meditation einen guten Einfluss auf die anderen Familienmitglieder, auch auf deinen Hund oder auf deine Katze, alles, was da mit dir ist, auf deinen Arbeitgeber, auf alles, weil diese Geordnetheit trägst du mit nach außen. Das war ja auch die Frage, welche Wirkung hat die transzendentale Meditation im Alltag. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Zuhören und die Stille, die sich dann mehr und mehr in uns manifestiert, wenn wir transzendieren. Jai Gurudev.